Ganz herzlich willkommen bei grün-und-gesund.de. Heute im Interview Matthias Langwasser. Matthias Langwasser ist Gesundheitsexperte, Autor des Buchs Vegane Kunst, das er vor einiger Zeit schon rausgebracht hat, Leiter eines Permakulturprojekts, das er in der Vergangenheit gemacht hat. Er ist durch und durch Lebenskünstler, der seinem Herzen gefolgt ist. Und ich freue mich auf das Interview, denn heute sprechen wir über ein spannendes Thema. Das Thema Darmreinigung. Ja, manch einer sagt da ui und fui, aber viele andere sich dem damit auseinandersetzen, die wissen die Wichtigkeit dieses Themas und wir packen es heute an und deshalb begrüße ich dich erstmal ganz herzlich und freue mich, dass du da bist, Matthias Langwasser. Ja, hallo Andreas, freue mich auch, mit dir zu sprechen. Genau, ja, das Thema Darmreinigung, ich habe es gerade schon gesagt, es ist ein bisschen ein sensibles Thema. Ja, also manch einer, der da mag sich gar nicht so richtig diesem Thema widmen und rangehen, weil es eben ja immer so von Kindesbeinen oft so mit diesem Pfui belastet ist. Ja, es ist irgendwo da unten und man will da gar nicht so richtig hin. Ja. Genau, du hast vor einigen Jahren die sogenannte Amazonas-Darmreinigung entwickelt und deshalb habe ich dir heute jetzt ausgesucht für dieses Thema. Bevor du uns genau erzählst, was es mit dieser Darmreinigung, die du entwickelt hast, da auf sich hat, vielleicht kannst du uns erstmal so ein bisschen sagen, warum ist das Thema Darm und das Thema Darmreinigung heute aus deiner Sicht so wichtig? Warum sollte man da einen Fokus mal drauf legen? Ja, es ist so, dass ohne einen gesunden Darm gibt es wirklich keine wirkliche Gesundheit. Und ich schätze mal, dass also fast alle Menschen in unserer Gesellschaft eine Darmverschlackung haben, also einen Darm haben, der nicht mehr optimal funktioniert. Mhm. Deswegen ist eine Darmreinigung um wirklich richtig gesund zu sein, ist eine wirklich funktionierende und effektive Darmreinigung die Basis dafür. Ja. Es ist also, ohne Darmreinigung läuft nichts, aus meiner Erfahrung. Mhm. Jetzt hast du gesagt, 99,9%. Das ist auch schon mal so mein Gefühl, wenn man sich halt ernährt mit den Nahrungsmitteln, die es heutzutage gibt. Dann kommt es oft zu Verschlackungen. Was meinst du, wie sieht es in einem durchschnittlichen Darm heutzutage genau aus? Also was heißt das genau, Verschlackung? Wie würdest du das einschätzen? Na, es ist einfach so, dass durch eine Fehlernährung, ne, Fehlernährung ist eben sehr viel tierisches Eiweiß, Fleisch, Milchprodukte, Zucker, Weißmehl, um sozusagen die schlimmsten Kandidaten zu nennen, führen halt dazu, dass der Darm mehr und mehr verschlackt. Das heißt, dass also an den Darminnenwänden so eine Schleimbildung passiert und sich an diesem Schleim, auch dadurch, dass in der Ernährung Ballaststoffe fehlen, die Ballaststoffe haben die Aufgabe, den Darm immer wieder zu reinigen, wie eine Bürste. Mhm. Wenn man also diese ganzen ungesunden Produkte zu sich nimmt, dann verklebt das sozusagen die Darmzotten und da können sich dann noch Ablagerungen bilden. Also es ist zum Beispiel so, dass man teilweise bei Leuten entdeckt, die also nichts gegessen hatten, also wo der Darm eigentlich leer war, dass praktisch Kotablagerungen also mit einem Gewicht von 20 Kilo gefunden wurden. Was? Das ist natürlich ein etwas extremer Fall, aber es ist einfach so, dass dass diese Ablagerungen an den Darminnenwänden, dass da eben auch so Kotreste anhaften. Mhm. Na, und also man kann sich das so vorstellen, wie wenn du praktisch jahrelang auf die Toilette gehen würdest und immer nur spülen würdest, aber du würdest niemals mit einer Toilettenbürste die Toilette richtig schrubben. Okay. Und jetzt vorstellen, wie das irgendwann aussieht. Hm. Und so sieht es halt im Darm auch aus. Aber es ist ja so, dass Ärzte das teilweise anders sehen. Ja? Es gibt ja die Möglichkeit, irgendwie Bilder vom Darm zu machen. Und wenn man reinguckt, heißt es immer, ist alles rosa, alles gut, ich sehe da nichts. Ja, also das ist natürlich in vielen Bereichen so. Ne? Also Ärzte glauben ja auch, dass es keine Reinigung gibt oder sag ich mal, viele Ärzte oder keine Entgiftung gibt oder keine Entschlackung gibt. Und das ist natürlich Leute, die halt so sich nicht mit alternativen Heilmethoden beschäftigt haben und so aus dieser reinen Schulmedizin kommen, wird das halt öfter so gesagt. Wobei es natürlich auch sehr, sehr viele Ärzte gibt oder immer mehr Ärzte gibt, die halt um diese Dinge wissen. Ich arbeite zum Beispiel auch mit einem Arzt zusammen, der unsere Produkte verwendet, der also seinen Patienten eben die standardmäßig, also die Amazonas-Darmreinigung und den Regenwald-Tee empfiehlt und der auch gleichzeitig auch noch oder parallel teilweise auch noch Colon-Hydrotherapie macht. Und also das ist die Geschichte, dass man Wasser in den Darm
Rein Genau, spült. das sind diese Darmspülungen, ne? Genau. Und es ist einfach so, dass letztendlich die Erfolge, ne, also zum Beispiel, wenn man sich auf unserer Amazonas-Darmreinigungsseite mal die Bewertungen anguckt und einfach liest, das sind also fast 750 Bewertungen mittlerweile, und Wow. wirklich sieht, ich habe es mir gerade nochmal angeguckt, ne, was die Menschen so beschreiben an Verbesserungen, dann ist es einfach letztendlich, es gibt ja diesen Spruch, wer heilt, hat recht, ne? Ja. Und die Leute können ja erzählen, was sie wollen, aber Fakt ist einfach, wenn die Menschen Krankheiten haben oder sich schlecht fühlen und Symptome sich massiv verbessern, dann ist es mit Sicherheit, und selbst bei Leuten, die vorher nicht wissen, ob es funktioniert, ne? Wir haben natürlich auch viele Menschen, die bekommen das empfohlen, die denken, ah, ich probiere es mal aus und dann einfach große Erfolge zu verzeichnen haben. Das ist also jetzt auch nicht irgendwie ein Placebo-Effekt oder sowas, sondern Ja. etwas, das halt wirklich, wirklich funktioniert, ne? Oder auch Menschen, die berichten, dass halt wirklich sie gesehen haben, wie halt Ablagerungen wirklich rausgekommen sind, also so schwarze, dunkle Kotablagerungen. Ja. Ja, Wahnsinn. Also sprich, das, was man von vielen Ärzten hört, da ist nichts. Dem widersprichst du, und das zeigen eben auch viele Erfahrungsberichte, von denen du da gerade gesprochen hast, ja. Ja. Wir können auch gerne gleich noch ein bisschen drauf eingehen, auf die Erfahrung. Jetzt würde mich erstmal noch interessieren, du hast ja diese Amazonas-Darmreinigung gerade schon mal angesprochen, dieses Programm. Wie kam es denn jetzt genau dazu, dass du ja, da die Richtung überhaupt gegangen bist und geforscht hast und da so ein Programm entwickelt hast? Ja, das war eine ganz interessante Geschichte. Und zwar war es so, ich habe in einer Lebensgemeinschaft gelebt und habe damals, wir hatten da so ein Café und ich habe da so einen Amerikaner kennengelernt. Und dieser Amerikaner, der hat mir von so einem Regenwaldprojekt erzählt, wo man durch den Verkauf von nachhaltig geernteten Regenwaldkräutern Regenwald in Peru schützen kann. Und das hat mich damals also so unglaublich, also wie elektrisiert, dass ich diesen Mann kennengelernt hatte. Und habe dann also angefangen, diesen Vertrieb, also das war also Amazon Herb hieß die Firma, die aber also praktisch den Schwerpunkt hatten auf dem Verkauf von Regenwaldkräutern, die halt nachhaltig geerntet wurden. Die haben halt mit indigenen Gemeinden in Peru zusammengearbeitet. Und ich habe halt dann angefangen, also aus Begeisterung und auch hauptsächlich aus dem Wunsch heraus, eben aktiv Regenwald schützen zu wollen, den Vertrieb hier in Deutschland mit aufgebaut für Amazon Herb. Und dann war es aber so, dass die leider sich aus dem deutschen Markt zurückgezogen haben. Und ich hatte halt ungefähr 500 Kunden und das Hauptprodukt von Amazon Herb war Fibersun. Also Internal Colon Cleanse, also so auch ein sehr gutes Darmreinigungsprodukt, Okay. was also ja auch von allen Produkten am meisten verkauft wurde. Und ich stand dann halt da und hatte meine ganzen Kunden, also sehr zufriedene Kunden, und dachte, was mache ich denn jetzt? Ich habe keine Produkte mehr. Habe ich erstmal die ganzen, als ich wusste, also gehört hatte, sozusagen informell, dass Amazon Herb diesen europäischen Markt verlassen wird, habe ich mir Geld von meinem Vater geliehen und habe die ganzen Fibersun-Bestände, die ich noch kriegen konnte, aufgekauft. Und habe dann sozusagen, und habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich ungefähr ein Jahr Zeit, ne, dieses Ja. Fibersun zu verkaufen. Und jetzt werde ich in diesem Jahr werde ich ein eigenes Produkt entwickeln. Und das war dann so, dass ich mit einer sehr guten Freundin, mit der ich damals auch Herb gemacht habe, die eine hervorragende Psychologin ist, wir haben gesagt, okay, wir entwickeln jetzt eine eigene also eine eigene Darmreinigung, aber die soll noch besser sein als das Fibersun von Amazon Herb. Und so haben wir dann in diesen kinesiologischen Testungen, das waren so so Blindtestungen im Prinzip. Das heißt, also es wurde an mir getestet, weil ich das ganze Wissen über die Kräuter hatte. Und Kirsten hat mir aber nicht gesagt, was sie testet. Ja, sodass ich das auch nicht beeinflussen konnte. Sie hat nämlich immer praktisch im Stillen getestet und hat das dann immer aufgeschrieben. Und wir haben halt die Frage gestellt, welche Zutaten hat die, sag ich mal, effektivste oder wirkungsvollste Darm- und Leberreinigung der Welt? Wir haben dann gleichzeitig die Idee gehabt, das auch noch mit einer Leberreinigung gleich mit zu verbinden. Ja, okay. Und so haben wir dann praktisch die Zutaten ermittelt, und dann haben wir noch die prozentuale Verteilung der Zutaten entwickelt oder durch die Testung ermittelt. Und so ist eben diese Amazonas-Darmreinigung zustande gekommen. Und dann habe ich, also ja, ich habe wirklich ein Jahr gebraucht, also mit fast, so ist praktisch mein Unternehmen Regenbogenkreis eigentlich entstanden über die Amazonas-Darmreinigung.
Ich habe fast ein Jahr lang gebraucht, die Rohstoffe für dieses Produkt zu finden. Mhm. Also ich habe wirklich auch teilweise Tag und Nacht daran gearbeitet, weil ich hatte halt, ich wollte halt, dass ich die allerbesten Rohstoffe finde, die überhaupt verfügbar sind. Ja, Ne? okay. Also zum Beispiel, es sollte vegan sein, es sollte entweder Bio sein oder wenn nicht Bio, dann aus Wildsammlung. Die Zutaten sollten nachhaltig geerntet sein. Also zum Beispiel eine Zutat ist Lapacho-Rinde. Und Lapacho-Rinde ist in der Regel das, was du so normalerweise bekommen kannst, sind einfach gefällte Bäume. Also das sind praktisch ja, die Rinde, die anfällt, wenn man Bäume, also aus der Holzindustrie, Ja. ne, einfach die Bäume absägt. Und wir haben es halt nach langem Suchen geschafft, jemanden zu finden, wo uralte Lapacho-Bäume, wo immer so kleine Teile der Rinde entfernt werden. Was natürlich zehnmal so teuer ist, aber mir war das total wichtig. Ich hätte niemals eine Zutat in die Darmreinigung gepackt, die eben mit Regenwaldvernichtung zu tun hat oder mit Baumvernichtung. Ja. Und so haben wir, ja, und auch, was auch ganz wichtig ist, bei diesen ganzen Rohstoffen, die ja letztendlich aus der ganzen Welt kommen, dass die halt auch ganz, ganz frisch geerntet sind. Und das ist unglaublich schwer. Also erstens mal musst du Lieferanten finden, die in der Lage sind, das zu liefern. Und viele Lieferanten geben überhaupt keine Auskunft darüber, ob das nachhaltig geerntet wurde oder nicht. Ich habe also, glaube ich, die am Anfang sehr genervt, die Lieferanten, ja, mit meinen ewigen Nachfragen, weil also das waren Fragen, die denen noch nie gestellt Ja, wurden. okay, verstehe. Zum Beispiel, erzählen Sie mir bitte, wie die Unia-Legato-Rinde geerntet wird, ne? Und das wissen wir doch nicht, ne? Wie sollen wir das wissen und so, ne? Dann habe ich dann sie gebeten, mir auch noch praktisch Zertifikate zu schicken, die über die Nachhaltigkeit der Ernte beweisen und so. Und es ist heute immer noch so, also wenn wir eine neue, wir haben immer so, also mein Einkauf, ich mache den Einkauf jetzt nicht mehr selbst. Unsere Einkäuferin Naomi, die ist, es ist immer wieder so ein bisschen stressig, wenn wir wissen, eine Charge ist abverkauft und wir müssen wieder die Zutaten für die nächste Charge besorgen, weil es ist immer. Dann ist wieder irgendwas nicht lieferbar, ne? Dann gibt es irgendwo eine Knappheit, dann gibt es irgendwo einen Rohstoff, der aber schon 2 Jahre alt ist, den wir deswegen nicht nehmen können. Und es ist also immer mit unglaublichem Aufwand verbunden. Also gerade weil wir diesen hohen Qualitätsanspruch haben, Ja. diese Produkte eben zusammenzubekommen. Also es Ne? hört sich sehr, sehr spannend an. Ich finde das wirklich faszinierend, wo du sagst, dieser Qualitätsanspruch, da kommt er wirklich durch. Und ja, da bin ich wirklich, ich bin gespannt. Also ich möchte es auch gerne mal ausprobieren, so eine Darmreinigung. Es gibt auch eine Darmreinigung, die ich schon mal ausprobiert habe. Da kann ich dann tatsächlich auch mal einen Vergleich ziehen. Aber ja, es ist wirklich bewundernswert und welchem Energie du da dran gegangen bist. Und ja, ich denke, das wird auch einige hier, die sich das anschaut, auch wirklich genauso begeistern. Und genau, eine Frage ist jetzt, ich meine, wir haben es ja gerade so ein bisschen angesprochen, dass es auch andere Darmreinigungen am Markt gibt. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will generell so eine Darmreinigung erstmal machen, gibt es irgendwas, wo ich darauf achten soll? Ich meine, es ist ja, vielleicht gibt es generelle Tipps. Du musst ja nicht nur unbedingt dein Produkt jetzt beweisen, sondern mir ist auch wichtig, einfach allgemeine Informationen da zu geben. Also wenn ich jetzt sage, ich will eine Darmreinigung mal machen, mich interessiert das Thema, möchte da gerne entschlacken, worauf muss ich achten, wenn ich da mich jetzt mit beschäftige und da irgendwie vor der Wahl stehe, jetzt irgendwie ein Produkt zu wählen? Ja, also ich würde, also was ganz, ganz wichtig ist, dass die Zutaten, also die Rohstoffe, eben nicht aus konventionellem Anbau stammen. Also Also dass es macht sicher sich das ist. wirklich bemerkbar in der Qualität der Ausleitung oder Ja, wie? es ist einfach so, dass wenn wir Produkte, wenn Rohstoffe verwendet werden, die halt aus chemischem Anbau kommen, ja, also wo jetzt, da gibt es ja natürlich Rückstände von Pestiziden, von Pflanzenschutzmitteln. Ja. Dann haben die natürlich auch nicht mehr, die haben natürlich auch keine Heilwirkung mehr und man tut sich gleichzeitig, man will eigentlich den Darm reinigen, aber man zieht sich wieder sozusagen Giftstoffe Ja. zusätzlich rein und man sollte wirklich und sehr viele Produkte, die auf dem Markt sind, da wird gar nichts darüber gesagt, wo die Rohstoffe herkommen. Ja, Aber du sagst es ja, wenn du solche Fragen stellst, sie sagen, woher sollen wir das wissen? ja. Das zeigt ja auch letztlich, dass diesen Sachen auch eigentlich nicht nachgegangen wird dann, ja. Es ist also das Ding ist ja, wir sind ja, wir geben da unheimlich viel Zeit und Energie rein. Ne? Und das ist natürlich, wenn du jetzt wirtschaftlich denkst, das kostet ja alles Geld. Das heißt, die meisten Hersteller, es geht einfach um Geld, ne, und um Wirtschaftlichkeit.
Und wenn du jetzt sozusagen für einen Rohstoff irgendwie monatelang auf Suche gehen musst, das ist einfach nicht wirklich wirtschaftlich. Ja, klar, Bei muss uns ist es verstehen. sozusagen halt Leidenschaft und Überzeugung und wir machen das Ganze ja auch nicht in erster Linie, um Geld zu verdienen, sondern das Geld verdienen ist sozusagen, naja, ich habe das Projekt ja damals gegründet, um wirklich ja, Menschen zu helfen, um Regenwald zu schützen, um neues Bewusstsein in die Welt zu bringen. Und ich sehe es halt so, das, was ich sozusagen in die Welt gebe, also was mein Geschenk ist, dadurch kommt halt automatisch auch wieder was zurück in Form von Geld, sodass ich diese Arbeit machen kann. Was auch völlig okay ist. Genau. Diese Herangehensweise finde ich ganz hervorragend. Man gibt etwas und natürlich bekommt man dafür etwas zurück, damit die Waagschale auch immer ausgeglichen ist. Ne? Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, das wäre nicht gesund und das hört sich sehr, sehr gut an so. Genau, und für mich ist halt, ich meine, wir kennen es ja, ne, im kapitalistischen System, dass halt Dinge in erster Linie wegen des Geldes gemacht werden. Deswegen sieht es auf unserer Erde ja auch so aus. Und mir ist es halt wichtig, auch da einen neuen Weg zu gehen, so dass natürlich Geld ist auch wichtig, aber an erster Stelle sollte immer die Berufung stehen oder letztendlich der Dienst an der Menschheit. Das ist halt so meine Lebensphilosophie. Ja, finde ich sehr, sehr gut. Und ich denke, das geht vielen, die jetzt hier zugucken, genauso. Und das ist auch ein Stück weit was mich so antreibt, dass ich wirklich sage, ich mache diese Arbeit hier, weil ich wirklich auch damit ja, Wissen verbreiten möchte. Ja. Und deshalb packe ich immer wieder neue Themen an und gucke und suche Leute dafür raus und einfach zu zeigen, was es für viele Möglichkeiten gibt, um wieder mehr Gesundheit zu kriegen und Energie und einfach wieder zurückzukommen zu dem Potenzial, was eigentlich in den Leuten drinsteckt. Ja? Und da gibt es nun mal verschiedene Wege zu und das ist ein Weg und ist sicherlich auch ein sehr, sehr guter Weg, den wir jetzt hier uns anschauen. Ja? Genau, jetzt schauen wir, was wir noch für schöne Fragen hier haben. Genau, wir waren eben, genau, gucken wir erstmal noch bei der Frage, vielleicht wenn wir ein bisschen in die Praxis reingehen, genau. Also sprich, wenn ich jetzt so eine Darmreinigung jetzt habe, welches auch immer ist, wie gehe ich jetzt genau vor? Gibt es da irgendwelche Regeln, die ich mich halten sollte, die vielleicht allgemeingültig sind und sonst auch gerne zu der Amazonas-Darmreinigungskur? Ja, also ich würde es gerne einfach die Infos jetzt in Bezug auf die Amazonas-Darmreinigung geben, weil es macht ja keinen Sinn, über Produkte zu sprechen, die ich nicht Ja selber klar, okay. getestet habe. Und wir haben halt einfach jetzt über Jahre sehr viele Erfahrungen mit unserer Darmreinigung gesammelt. Die Darmreinigung ist halt, sie ist sehr, sehr einfach anzuwenden. Sie ist, ja, ich sag mal, sanft wirkungsvoll. Und das war uns ganz wichtig, dass es, weil ich mag zum Beispiel persönlich nichts, was kompliziert ist. Ne, deswegen hasse ich auch Steuern. Geht mir übrigens genauso. Zum Also klar, ist Beispiel. Steuer gut, aber es geht um die Steuerabrechnung dieser Sachen, ja. Genau. Genau. Und deswegen, das muss ein Produkt sein, was man einfach normal anwenden kann, auch wenn man jetzt ja, normal berufstätig ist und arbeitet. Ne? Ja. So, und es ist einfach ein Kräuterpulver, was aus 12 verschiedenen Kräutern und Zeolith besteht. Zeolith ist ein Vulkanmineral, ein sehr, sehr starkes Entgiftungsmineral. Und die Anwendung ist so, und ich sag mal, die Hauptbestandteile sind zum Beispiel Flohsamenschalen. Flohsamenschalen haben die Eigenschaft, also jetzt in der Amazonas-Darmreinigung, haben die Eigenschaft aufzuquellen. Ja. Und deswegen muss man die Flüssigkeit, also wir empfehlen das Pulver. Man fängt also an und so die erste Woche empfehlen wir, dass man die Hälfte der Dosierung nimmt. Aus dem Grunde, weil ich sag mal, wir haben hier wirklich sehr, ja, jede einzelne Zutat in der Amazonas-Darmreinigung ist eine sehr, sehr starke Heilpflanze. Und dadurch, das ist wirklich eine unglaubliche Power, die in diesem Produkt steckt. Das heißt, es kann zu Entgiftungsreaktionen kommen am Anfang. Und deswegen empfehlen wir, also in den ersten Tagen oder in der ersten Woche einfach mit der Hälfte der Dosierung zu beginnen. Und das funktioniert so, dass man praktisch hier zwei gestrichene Messlöffel oder in der ersten Woche eingestrichenen Messlöffel in 250 Milliliter Flüssigkeit einrührt. Wir empfehlen dafür, so einen Twister zu nehmen, dieser Twister-Mixer, den wir auch anbieten in unserem Erschlackungskorsett. Das Erschlackungskorsett besteht aus dem Twister, der Darmreinigung und dem Regenwaldtee. Und der Twister vitalisiert gleichzeitig die Flüssigkeit und vermischt hervorragend das Kräuterpulver mit der Flüssigkeit. Und dann, nachdem das praktisch, sag ich mal, eine Minute gemixt wurde, muss es sofort getrunken werden, sozusagen auf Und Ex. es wird Weil wahrscheinlich richtig. so richtig dick, ne? Durch die Flohsamenschalen.
Genau, es soll ja im Darm dick werden, Hm. ne? Und da soll es aufquellen und da soll es dann praktisch seine Reinigungsfunktion entwickeln und nicht vorher. Deswegen ist es wichtig, dass man das also nicht im warmen Getränk anrührt und auch nicht noch stehen lässt, bis man es trinkt, sondern es wirklich gleich trinkt. Es ist so, in der Darmreinigung sind halt auch einen ganzen Haufen Bitterstoffe drin. Das ist also jetzt, ich sag mal, das Kräuterpulver ist für Menschen, die halt Wildkräuter essen, so wie ich, ist das natürlich super, weil Wildkräuter sind sowieso bitter. Aber Menschen, die keine Erfahrung mit Bitterstoffen haben, da ist es sinnvoll, zum Beispiel so, das in Reismilch, in Dinkelmilch, in Fruchtsaft, zum Beispiel Mangosaft, anzumischen. Dann schmeckt es nämlich hauptsächlich, also das Pulver hauptsächlich nach dem Träger, also nach der Flüssigkeit. Wenn man es jetzt mit Regenwaldtee oder Wasser einnimmt, dass ich sage mal, das würde ich nur den Fortgeschrittenen empfehlen, also sozusagen den Cracks, ne, die auch es lieben, wenn es hinterher mal so richtig angenehm einen durchschüttelt. Gehöre ich jetzt nicht zu, aber okay. Und es ist also wirklich sehr wichtig. Wir haben schon natürlich auch sehr häufig Rückfragen von Kunden und viele Rückfragen oder auch Probleme bei der Einnahme hängen damit zusammen, dass die Leute sich die Anleitung nicht vernünftig durchlesen. Na, deswegen, also kann ich wirklich allen, die das ausprobieren wollen, empfehlen, bitte lest euch sehr sorgfältig durch, was bei der Anwendungsempfehlung steht, denn es ist wichtig, sich daran zu halten, weil sonst funktioniert es einfach nicht. Ja. Und Wenn man Entgiftung muss natürlich generell immer aufpassen, ne? Also wenn man da übertreibt, ich meine, grünes Smoothies, eins meiner Schwerpunkte ist ja letztlich genauso, wenn man, je nachdem, wo man herkommt, der plötzlich kriegt plötzlich Nährstoffe und fängt an, der Körper tendiert ja immer zur Selbstheilung. Und wenn da plötzlich die Voraussetzungen geschaffen werden, dass er sich selbst heilen kann und Gifte rausgeschmissen werden, das Ganze durch die Kräuter jetzt so richtig angefeuert wird, und dann kommen plötzlich zu viele Gifte ins System sozusagen rein. Die Leber kann das nicht so schnell abfedern, die Gifte. Dann gibt es halt, was ich, Migräne, Durchfall, Übelkeit, weiß ich nicht, was es da alles gibt, ja. Genau. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, wir empfehlen halt mindestens 2 Liter reines Wasser pro Tag zu trinken, also während man die Darmreinigung nimmt, ne? Also um wirklich auch diese Entgiftung und Ausscheidung zu unterstützen. Und das Interessante ist, dass die Menschen, das Tolle ist, dass wir jetzt so einen wirklich einen reichen Erfahrungsschatz an Anwenderberichten haben. Und es zeigt einfach, dass die Menschen teilweise unterschiedlich auf das Produkt reagieren. Ne? Es gibt also Leute, die also sofort starke Entgiftungserscheinungen haben. Andere merken gar nicht wirklich viel, merken aber dann nach 2 Monaten den sozusagen, dass sich so langsam ganz viel verändert hat. Also ich kann bei mir zum Beispiel sagen, dass ich hatte massive Verdauungsprobleme. Und ich habe die wirklich mit der Amazonasdarmreinigung auch selber heilen können. Ne? Also Sachen wie Blähung, wie Völlegefühl, wie immer wieder Magenkrämpfe. Das ist alles durch die, also führe ich wirklich auf die Amazonasdarmreinigung zurück, weil nachdem ich dann meine erste Kur gemacht hatte, nachdem wir es direkt die erste Mischung da hatten, waren für mich, ja, waren diese Symptome für mich weg und ich mache halt auch immer wieder mal eine Darmreinigungskur. Und wir haben halt viele Kunden, die das auch 2-mal im Jahr machen. Wir haben sogar Kunden, die das also täglich einmal nehmen, also immer fortführend. Es ist ganz unterschiedlich. Was sind denn so die Erfahrungsberichte? Wir haben es ja eben schon mal ganz kurz angesprochen. Gibt es da so ein paar Sachen, wo du vielleicht mal nennen kannst, was dir so zugetragen wurde von deinen Leuten, was vielleicht so erwähnenswert ist? Ja, also ich habe gerade mich mal versucht, so ein bisschen durch die Erfahrungsberichte durchzuklicken und habe dann gemerkt, es sind immer, also pro Seite, also pro Webseite sind es irgendwie, ich glaube, 6 Berichte und das sind dann irgendwie 150 Seiten, ne? Also ich habe es da gar nicht geschafft, durchzugehen, aber ich bin einfach mal, habe mir besonders die angeschaut, die halt so länger, also ausführlichere Berichte. Und was sehr oft berichtet wird, ist, dass die Leute mehr Energie haben, dass sie besser schlafen, dass die Haut besser wird. Also sehr viele Berichte, dass eben Akne weggeht, Hautunreinheiten, Pickel, dann Beschwerden wie Völlegefühl, wie Blähungen. Ja, teilweise auch Leute, die irgendwie so eine also Entzündung hatten, ne? So eine Magen-Darm-Entzündung, die dann eben weggegangen ist, wo sie sagen, das liegt an der Darmreinigung. Also mehr Lebensenergie, auch Leute, die sagen,
Sie haben einfach mehr, sie fühlen sich besser, sie haben mehr Lebensfreude, sie haben mehr Energie, mehr Kraft. Oder auch, dass der Heißhunger auf Süßigkeiten weggeht, wird oft berichtet. Oder dass Leute sagen, sie haben abgenommen. Also dass übergewichtige Leute es geschafft haben, abzunehmen dadurch. Dass Allergien weggegangen sind. Also nochmal so, also ich möchte dazu einschränkend sagen, ne? Also so, ich möchte mich jetzt nicht hinstellen und sagen, also wenn du das Produkt nimmst, wird auf jeden Fall, ne, das und das geheilt werden und das wird weggehen. Also das wäre nicht seriös, das zu behaupten. Ne? Also so, ich habe jetzt einfach mal sag mal, die Essenz aus diesen Berichten wiedergegeben. Mir ist es aber wichtig zu sagen, dass wie bei jedem Naturprodukt, jeder Mensch ist unterschiedlich. Und für eine Erkrankung oder für Symptome gibt es ja unterschiedlichste Ursachen. Ne, wobei eine Ursache kann der Darm sein, es kann aber auch ganz viele andere Ursachen geben. Das heißt, es gibt natürlich keine Wirkungsgarantie oder sowas. Und das, was bei der einen Person funktioniert, muss nicht bei der anderen funktionieren. Also mir ist das einfach ganz wichtig, weil ich möchte nicht so wie andere irgendwie mich hinstellen und sagen, oh, unser Produkt und, ne, und alles toll und Heilung bis zum geht nicht mehr und so. Ich fände das einfach nicht seriös. Ja, Ne, aber ich kann. ist wichtig, dass du das sagst, ja. Es macht das Ganze auch authentisch und so würde ich es auch sehen. Jeder Mensch ist einfach anders und ja, muss einfach dann schauen, wie die Wirkungsweise dann letztlich ist. Aber Fakt ist, dass es sehr, sehr vielen Menschen hilft und dass der Darm heutzutage in vielen Fällen ja, nicht mehr so aussieht, wie er aussehen kann und dass das einfach eine Möglichkeit ist, da wieder das Ganze in eine gute Richtung zu bringen, ne? Und allen Symptomen, die da dranhängen, die dann entsprechend Richtig, sich dann richtig. Ja, einstellen. genau. Also es ist auch so, also ich kann wirklich jedem empfehlen, sich auf unserer Darmreinigungsseite, wo du ja auch den Link dann unter das Video stellen wirst, um sich die Genau. Erfahrungsberichte einfach mal anzuschauen und dann kriegt man so einen Eindruck davon, was, ja, weil es ist wirklich ein sehr guter Schnitt, von Tausenden von Anwendern halt Erfahrungsberichte zu bekommen. Dann kriegt man so ein Gefühl dafür, was es macht, so generell, Ja, ne? das ist, denke ich, eine gute Idee. Ja. Also auch sich damit mal Ja, reinzulesen, das ja. ist ja Wahnsinn, also was ihr da an Rückmeldung habt. Das spricht ja Ja, wirklich Bände für es euch. ist Also. ein totales Geschenk. Ich freue mich auch so, ne? Also, weil ich so merke, weil es war so, als wir das damals entwickelt haben. Also wir haben uns natürlich, wir haben ja diese Testungen gemacht und wir haben gehofft, dass es gut funktioniert, ne? Und aber dann einfach so ich glaube, das ist jetzt 5 Jahre her oder so, zu merken, es hat jetzt schon so, also Tausenden von Menschen geholfen und es hat wirklich funktioniert, ne? Das, was wir getestet und ermittelt haben, es ist dann sozusagen real geworden. Ist dann für mich auch ein ganz großes Geschenk, also einfach zu wissen, okay, so vielen Menschen geht es jetzt einfach besser, weil ich dieses Produkt mal auf den Markt gebracht habe. Was noch ganz wichtig ist, wir empfehlen den Menschen immer, dass sie sich halt möglichst vegan ernähren, ne? Also rein pflanzlich, dass sie viel Rohkost zu sich nehmen, dass sie sich möglichst bio ernähren und auch vollwertig ernähren, ne? Das heißt, dass sie Weißmehlprodukte meiden, dass sie raffinierten Zucker vermeiden, weil sonst einfach der Erfolg der Darmreinigung geschmälert wird. Das ist noch ganz wichtig. Und natürlich ideal ist es natürlich, wenn man die Darmreinigung abgeschlossen hat, dass man sich halt dann auch nicht wieder neu verschlackt, ne, oder belastet und dass man halt dann eben sich weiterhin dann vegan und vollwertig ernährt. Das ist halt Habt das, was. ihr eine Anleitung mit dabei, wenn man sich das so eine Kur machen möchte? Gibt es da irgendwie was bei oder gibt es im Internet eine Anleitung oder wie läuft das? Natürlich auf dem Etikett, ne? Mal kurz gucken. Guck mal, hier so kommt Also. hier natürlich drauf. Und auf der etwas ausführlichere Anleitung steht halt auf der Webseite, ne, auf der Produktdetailseite. Hier noch ein Aspekt, den ich noch erwähnen wollte, in diesen Aufkleber da siehst. Das ist auch noch ein Plus, was es auch nur bei unserer Darmreinigung gibt. Wir kaufen für jede verkaufte Dose, kaufen wir 10 Quadratmeter Regenwald in Guatemala, was dort nachhaltig geschützt wird. Heißt, man tut also noch was Gutes. Ja, absolut, absolut. Und hier, wir energetisieren jede Dose mit der Lebensblume des Ein Lebens. bisschen höher, dann sieht man sie komplett. So, Ja, ja. genau, jetzt sieht man sie komplett, ja. Sehr Genau. schön, ja. Und dann haben wir zum Beispiel, aber wir energetisieren es also auch nochmal, hier steht zum Beispiel auf jeder Dose drauf, in Liebe und Dankbarkeit für die wundervollen Pflanzen, welche unsere Mutter Erde uns schenkt. Das haben wir auf allen unseren Produkten draufstehen, weil ich es einfach wichtig finde, einfach auch bewusst zu machen, ne? Das sind alles Geschenke, die wir von unserer Erde bekommen und Ja. das ist nicht selbstverständlich nehmen, sondern wirklich
einfach auch ja, Liebe und Dankbarkeit dafür empfinden, dass es ist ja nicht, ja, es wird uns einfach geschenkt von der Erde. Wir, in unserer Gesellschaft sind es ja so konditioniert, einfach zu nehmen und nichts zurückzugeben. Ja. Und das ist also mir ganz wichtig, dass dieser Satz auf unseren ganzen Produkten draufsteht. Dann haben wir zusätzlich noch, wenn also praktisch die, bei uns die fertige Mischung ankommt, dann energetisieren wir zusätzlich diese Säcke mit Darmreinigung, das sind 25-Kilo-Säcke, nochmal mit bestimmten, also die kriegen nochmal zusätzliche energetische Informationen, die also die Wirkung noch verstärkt. Das heißt, es ist also ein, ja, ein mehrfach energetisiertes Produkt. Was noch ein Plus ist, also wir haben diese Dosen, das ist halt Bioplastik. Also es ist kein normales Plastik, sondern es ist eben Plastik aus nachwachsenden Rohstoffen. Das heißt, wir versuchen halt immer, ich bin halt auch so ein Perfektionist, ne? Also das Optimum, was möglich ist, halt ja, umzusetzen. Ja, ich bin total begeistert von dem, was du erzählst, und man merkt das richtig, deine Leidenschaft hier drin steckt. Und ich finde das unglaublich toll, auch diese Philosophie, die du erzählst und die du nicht nur einfach nur davon sprichst, sondern auch wirklich das in die Tat umsetzt und man das wirklich dir abspürt und auch diesem Produkt abspürt, diese Leidenschaft dahinter. Ich finde das ganz, ganz großartig und ja, möchte einfach Dankeschön dafür sagen, an dieser Stelle stellvertretend schon mal für alle, die es sich ja auch anschauen werden. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt hast du es schon gezeigt, für all diejenigen, die sagen, sie interessieren sich dafür und möchten sich informieren, wo kann man denn jetzt genau mehr Infos dazu finden? Ah, okay. Also du hast ja gesagt, du würdest einfach einen Link unter das Video setzen, ne? Genau, also du hast ja auch diese Erfahrungsberichte, die Direkt, werden sicherlich auch viele interessieren, da werde ich auf jeden Fall einen Link zu setzen, also genau. direkt den Link zu dem Produkt in unserem Shop. Und ich habe mir noch so eine kleine Besonderheit ausgedacht, für, also nur für diejenigen, die also über diesen Link die Darmreinigung bestellen. Wir geben eine probiotische vegane Rohkostschokolade, geben wir dann jeder Bestellung mit dazu. Probiotische Bakterien sind ja eben auch sehr, sehr wichtig für den Darm. Das gibt es dann also gratis dazu als kleines Geschenk. Nur für diejenigen, die jetzt über dieses Video, über diesen Link unter dem Video, die Amazonas Darmreinigung bestellen werden. Okay, also alle, die über den Link, den du, welchen einblenden, wirst du mir noch geben, die dann darüber bestellen, bekommen sozusagen als Zusatzgeschenk diese probiotische vegane Schokolade. Ja, genau. Das hört sich gut an. Ja, sehr, Das sehr ist schön. sehr, sehr, sehr lecker. Ja. Und genau, mein Programmierer hat mir noch gesagt, dass ich noch unbedingt darauf hinweisen soll, dass wenn also wenn die Kunden die Darmreinigung bestellen und in den Warenkorb legen und diese Schokolade, die wird nicht auftauchen. Also sie wird weder im Warenkorb auftauchen, noch wird sie in der Bestellbestätigung auftauchen. Sie wird aber dann trotzdem in deinem Paket, also in dem Paket des Kunden liegen. Okay, das ist ein guter Hinweis, weil Genau. sonst fragen sich nämlich alle, ja, wo ist sie denn hin? Und Ja. dann wundern sich also. Gut, also wer über diesen Link unter dem Video, den ich einblende, bestellt, der bekommt das, auch wenn er es nicht sieht, aber es ist dann sozusagen in dem Link die Information mitgegeben und ihr seht das dann, dass die Ja. Schokolade sozusagen mit dabei gepackt wird. Die Genau, probiotische vegane Schokolade. richtig, die sieht man dann, wenn man das Darmreinigungspaket öffnet, Genau, als sozusagen. Überraschung, ja. Wunderbar. Ah, das ist doch toll. Dankeschön dafür. Das ist eine schöne Sache. Probiotische Schokolade, die kenne ich auch noch gar nicht. Willst du uns verraten, wie sie heißt? Ja, die heißt Umba Kokosmilch. Also sehr Umba. Umba Kokosmilch, sehr, sehr, das Besondere an dieser Schokolade ist, ich habe also schon mal so Tests gemacht mit irgendwelchen Leuten, die halt mal, also ganz konventionellen Leuten, die in Ja. unsere Firma kamen und meinte, hier probiert mal unsere, hier diese Schokolade und sagt mal, was ihr so denkt. Und die meinten so, schmeckt wie Milchschokolade. Also die haben das gar nicht, also die schmeckt wirklich, dadurch, dass sie mit Kokoscreme gemacht ist sie auch so cremig und die schmeckt wirklich wie so eine cremige Vollmilchschokolade. Nur, dass sie halt eben probiotische Bakterien enthält, nur mit Kokosblütennektar gesüßt wurde und rein vegan ist, natürlich nur mit Bio-Zutaten. Also so die ultimative Schokolade Ich glaube, sozusagen. den Link, den müssen wir auch drunter setzen, weil die hört sich wirklich gut an. Okay, prima.
Ja, hör mal, Matthias, das war ein sehr, sehr schönes Interview. Das war wunderbar inspirierend. Es hat Spaß gemacht. Man hat einfach die Energie jetzt hier auch gespürt. Und ach, das war eine schöne Sache. Ich finde das toll, dass du das gemacht hast, dass du dieses Geschenk, wo du gesprochen hast, das wirklich weitergegeben hast und dass schon so vielen Menschen dadurch geholfen wird. Ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn durch dieses Interview und durch Informationen, die wir hier weitergeben, wirklich noch vielen, vielen weiteren Menschen auch geholfen wird und möchte also stellvertretend jetzt schon mal für viele Dankeschön sagen Ja. und ja, auch für dieses Geschenk am Schluss natürlich. Und von daher ganz, ganz Ja. vielen Dank Ja, dir auch, Andreas, ne? Danke für das dir Interview. Hat mir und auch sehr viel Freude gemacht, mit dir in Kontakt zu sein und zu sprechen. prima, dann wünsche ich dir und ja, eurem Regenbogenkreis, so nennt sich euer Shop, den ihr betreibt, regenbogenkreis.de. Genau, wünsche ich eure Arbeit weiter alles Gute, viel Erfolg, mögt ihr weiter viele Menschen erreichen und zu mehr Energie und Vitalität und Lebensfreude verhelfen. Alles Gute für euch, Dankeschön, Ja, bis bald. danke. Und wenn ihr Fragen habt, gerne als Kommentar hier unten drunter unter das Video. Ich denke, Matthias, der wird auch gerne mal reinschauen, wenn ihr Fragen habt, oder auch gerne an ihn direkt. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Euer Andreas von grün und gesund.de. Tschüss. Ciao, macht's gut. Ciao. Ciao.